Wasser und Berge. Symbol für pure Urkraft. Mehr als die Hälfte des schweizerischen Strombedarfs werden aus dieser umweltfreundlichen Ressource abgedeckt. Und mit aktuell rund 97% bildet es fast den gesamten Anteil erneuerbarer Stromproduktion. Die Engadiner Kraftwerke sind einer der 10 größten Stromproduzenten der Schweiz. Um auch in Zukunft eine sichere Stromversorgung zu gewähren, wird im Stromnetz Engadin die bestehende Freileitung durch eine unterirdische Kabelleitung ersetzt. Im Rahmen des strategischen Netz 2025 wird das Netzprojekt Pradella-Lapont realisiert. Damit die Energie aus der Wasserkraft vollumfänglich abtransportiert werden kann, ist der Ausbau der Leitung zwischen Pradella und Lapont nötig. Hierbei wird die gesamte Leitung durch eine zweite 380 kV Freileitung verstärkt. Im Zuge dieses Projektes wird die 16 und 110 kV Leitung unterirdisch verkabelt und stellt damit die bisherig längste Kabelleitung der Schweiz dar. Den Schweizer Alpen sind die Herausforderungen für die Montage- und Logistikteams bei unterirdischen Verkabelungen größer als zum Beispiel im flachen Wüstensand Dubais oder im europäischen Flachland. Die Produktion, die Lieferung der Kabel und die Kabelverlegung müssen laufend aufeinander abgestimmt werden, um den eng gesetzten Zeitplan einzuhalten. Darum wurden bei diesem Projekt durch Bruck Cables von der Systemauslegung über die Planung, Produktion, Prüfung und der Vor-Ort-Montage alle Leistungen in enger Zusammenarbeit mit dem Endkunden erbracht. Die Prüfverfahren finden in unserem eigenen Hochspannungslabor statt, das grenzenlose Möglichkeiten für Forschung und Qualitätssicherung in der Hochspannungs- und Energietechnik bietet. Selbst erfahrene Ingenieure sind von der Größenordnung dieses Projektes beeindruckt. Insgesamt 286 Kabelrollen mit bis zu 1000 Meter Kabel müssen bei Wind und Wetter über den Julier- und Flüerlapass zum Zwischenlager in Pradella transportiert werden. Von hier aus werden die bis zu 10 Tonnen schweren Kabelrollen oft auf schmalen Bergstraßen termingerecht zu den Baustellen gebracht. Nicht immer einfach, wenn manche Straßen nur bis 7 Tonnen belastbar sind. Mit höchster Präzision werden die Kabel durch die schmalen Rohrblöcke zu den Anschlussstellen gezogen. Oft muss der Kabelzug an unzugänglichen Stellen durchgeführt werden, da viele Muffenschächte weit von der nächsten Straße entfernt liegen. Hochspannungskabel mit einem Durchmesser bis zu 80 mm werden dank genauer Planung und der Erfahrung der Montageteams reibungslos zu den jeweiligen Muffenschächten gezogen. Auch der Bau der neuen Trassen ist eine besondere Herausforderung. Nur mit Unterstützung aus der Luft kann der frische Zement in die Steilhänge transportiert werden. Logistik- und Montageteams arbeiten exakt aufeinander abgestimmt und jeder Handgriff sitzt. Kilometer für Kilometer bahnt sich die neue Trasse ihren Weg, bis schließlich das Ziel der ersten Etappe, das Unterwerk in Zernetz, erreicht ist. Wenn die gesamte Kabelstrecke vollendet ist, werden insgesamt 420 Kilometer Hoch- und Mittelspannungskabel sowie Speedpipes in den Kabelschutzrohren verlegt sein. Das entspricht in etwa der Strecke von Zernetz bis Genua. Für die Region bedeutet das Netzprojekt nicht nur den Abbau des strukturellen Engpasses und eine höhere Versorgungssicherheit, sondern auch einen Gewinn für die Natur und den Umweltschutz. Durch die neue Kabelverbindung verschwinden insgesamt 1450 Holzmasten aus der Landschaft und die Freileitung von Martina bis Bever kann komplett rückgebaut werden. Damit die neuen Kabelleitungen mit den Freileitungen verbunden werden können, montieren die Montageteams in schwindelnder Höhe die neuen Freiluft-Endverschlüsse auf den Hochspannungsmasten. Für die höchste Betriebssicherheit liefert Bruck Cables auch hier sämtliche Freiluft-Endverschlüsse, ebenso perfekt zugeschnitten wie die speziell für die hohen Anforderungen ausgelegten kundenspezifischen Muffen für die Erdkabel. Nur mit patentiertem Spezialwerkzeug
können die zertifizierten Installationsteams eine perfekte und exakte Montage gewährleisten. Mittlerweile ist die dritte Bauetappe gestartet und der Kabelzug zwischen Zernetz und Bever schreitet gut voran, während im Abschnitt Pradella-Zernetz die Leitungen mit 140 kV geprüft werden. Der Umbau des Unterwerks in Zernetz ist beinahe abgeschlossen und der Termin der vollständigen Inbetriebnahme rückt immer näher. Die sorgfältige Planung und die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Partner macht sich bezahlt. Eine neue Kabeltrasse mit 340 Teillängen geht in Betrieb und wie geplant kann die Endabnahme Ende 2019 durchgeführt werden.